Ich glaube, der kennt den Begriff Talk Power einfach nicht. Oh Gott. Warum Haas? Warum das? Was? Das, Junge. Nein! Und du, so wie ich das sehe, auch nicht. Warte mal. Aha, okay. Das ist ja reichlich toll. Wir können die einfach klauen. Kannst aber nein, das mache ich nicht. Kannst du eine Workbench bedienen hier? Ich habe das Gefühl, dass hier ist das Reichenviertel. Die haben sich hier extra eine Mauer drum gezimmert. Wow! Very impressive. Also, wenn ich auf den Server käme, dann würde ich erstmal die Unterwelt gründen. Ich sehe jetzt schon bei den Villager-News laufen. Oh, ein Fiesling hat unsere Gesetze gebrochen. Es war ein normaler Tag in Citybuild-Stadt, bis Brickmotion sein komplettes Verachten unserer Gesetze zeigte. Halt! Du hast das Gesetz gebrochen! Bleib stehen, du Verbrecher! Klopf, klopf, klopf! Oh Mann, die sind alle gelockt. Weil dann Private drüber steht. Sogar der ist gelockt. Kannst du versuchen, drauf zu stellen? Alter, wer lockt denn sowas? Das bringt doch nicht mal was. Der pure HD. Wenn dessen Videos nicht komplett in HD sind, dann raste ich aus. Niemand hat das Recht, sich pur HD zu nennen und da nicht pures HD rauszubringen. Soll ich reden? Ja. Soll ich reden? Ja, was meint ihr? Keine Ahnung. Das erinnert mich nur wieder an eine berühmte Szene aus James Bond 3, wo James Bond auf so einer Liege gefesselt ist und fragt, ja, seht ihn euch einfach selbst an. Mein Schuh ist so peinlich. Mein auch. Meine auch, aber das hindert mich nicht am Let's Playen. Nicht daran, damit meine Zuschauer zu vergrauen, zu zerstören. Aber ohne den Stimmbruch. Okay, ich sage. Ich höre. Ich finde dich irgendwie nie, wenn ich auf dich suche. Das ist bei dir auch nicht schwer, du verschreibst dich 10-mal. Nein, ich finde dich nie. Gibt's in 4 Versionen auf 3 davon mache ich was. Junge. Ja. Ich versuch mal auf den Server zu kommen. Weißt du die Serveradresse? Nein, weiß ich nicht. Nichts. Nein, er ist nicht gewitelistet und deswegen, Leute, abonniert mich, damit ich ihn whitelisten kann, damit er oder auch das macht. Damit er dann auch so viele Abonnenten kriegt, damit ihr da auch gewitelt. Die 3. Was? Was?
Ach so, die 3. Brick Motion Studios 3. Nein, aus 1, 2 und 3. Nur 4 nutze ich nicht. Weißt du, wie die ID von dem heißt? Nein, weiß ich nicht. Okay, dann spiele ich jetzt irgendetwas. Nein! Aber meine Stimme ist dennoch schrecklich. Willkommen zu einer neuen Gesangsstunde mit dem DK und dem Rick Motion, also sing was! Ja? Kannst du mal da hingehen? Ich würde da jetzt so gerne rein. Und? Nein. Weil du keine Talk Power hast. Der weiß. Der, ich guck mal nach Gibi. Gibi TV heißt er. Gibi. Okay. Er fängt aber erst noch an mit Let's Playen. Das hat er noch nicht gemacht. Gibi TV. 25 Videos, 8 Abonnenten. Ich glaube nicht, dass er das ist. Sieht so aus. Wie heißt wie heißt er auf Skype? Nein, das ist er nicht. So, dann gehe ich hier mal rein und schließe wieder Teamspeak, weil er auf Skype ist. Disconnected. Ja. Wie heißt er auf Skype? Hab ich gefragt. Endlich mal wieder jemand! Oh Gott, ich würde ihn erstmal so begrüßen. Ich sehe es jetzt schon kommen. Ich will doch gar keine Unterhaltung führen. Nein! So, mal sehen. Versuchen. Zensiere ich gerade natürlich den Namen, den er da geschrieben hat. Also irgendwie jeder, den der Gibi heißt auf YouTube, hat über 1000 Abonnenten. So. Ich ruf ihn an. Ist er überhaupt online? Keine Ahnung. Verbindungsaufbau. Die Sonne geht unter. Oh Gott, das wird geil. Und? Was? Ich ruf gerade an. Auf Skype hättest du vielleicht schreiben müssen. Auf Skype.
Wo, an welcher Stelle würdest du dir schnell ein Haus aufsuchen? Keine Ahnung, hier? Hier ist schön leer. Anruf Fegisch. Ja, habe ich angerufen. Heißt es einfach, heißt er da einfach. Das war aber der Name, den ich hier eingegeben habe. Das ist der Anzeigename. Okay. Zu Kontakten hinzufügen. Hallo. Ich bin Brick. Ich bin Brick. Motion. Einfach so. Ich bin Brick. Gehen wir zurück zum Spiel. Abhauen! Lass offen! Hab dir eine Anfrage. Schreib auch einfach. Nein, das ist ja nicht der richtige Name jetzt, das ist nur der Anzeigename. Geschickt. Dann schreib auch einfach gleich deinen Namen rein. Guck mir in den Ton rein. Private, private, private. Kann ich nicht kommen. Schreib's denn einfach hin. Das muss jetzt zensieren, oder? Ja, natürlich. Gib mir jetzt. Oh! Hi, jetzt fang mal an. Du? Hi. Warte kurz. Alles gut. Hier sitzt gerade mein etwas seltsamer Kollege. Gehst du nicht rum? Hä, es sind mehrere bei dir. Ja. Wir sitzen zu zweit gerade. Wir treffen uns jede Woche. Und er kann nicht auf den Server drauf. Okay. Und er ist eigentlich der einzige Grund, warum mein Kanal auf alle verstörend wirkt, die da irgendwie draufklicken. Okay. Und sein Kanal noch viel mehr. Und was ist jetzt von der Unterschied zwischen 1, 2, 3 und 4? 1 ist eigentlich nicht mehr der Let's Play-Kanal jetzt der hauptsächlich. Das ist dann auf 2, auf 1 kommt dann irgendwas. Und 3, da kommen so Synchros raus von Villager News. Okay. Wenn dir das was sagt. Nicht wirklich. Ja, dann kannst du da drauf gehen, dann. Ich schau mir mal 2 an. Ja. Da kommt dann auch demnächst hier City-Bild an. Ich möchte doch irgendwie auch da dazukommen. Ja, deswegen sag dann allen weiter, dass sie mich abonnieren sollen, damit ich hier auch gefälligst Leute verlosen kann. Und ihn dann auch. Ich möchte mitmachen. Du kannst über die Mauer springen. Ja, ich kann über die Mauer springen, mache ich aber nicht. Nein, kann ich nicht. Ich kann nicht über die Mauer springen. Ich bin zu unfähig. Ich bin zu allem zu unfähig, grundsätzlich. Bist du? Ich weiß es nicht. Auf so einer komischen Brücke. Da, warte! Oh. Ist an manchen Stellen das aus irgendwie PvP, an manchen an? Es ja, das ist, weil man sonst Sachen abbauen kann. Ah. Keine Ahnung, wie, aber egal. Ja. Mit Schwertern? Ja, das Problem ist halt, ich habe kein Startgold. Tja, ich habe auch das ganze Hotel ohne Gold gebaut. Ich habe es 2 Wochen, nachdem ich auf den Server joinen konnte, das Gold bekommen. Ich ahne Schreckliches. Auch ein schöner Grünstreifen in der Mitte. Ich habe hier ja vorgenommen, ich übernehme irgendwie das U-Bahn-System des Servers. Ach so, okay. Das baue ich dann im Alleingang halbwegs. Der ist ein Verrückter, was U-Bahn angeht. Ich habe dich gerade getötet, sorry. Ja. Also, wenn er das sagt, dass ich ein Verrückter bin, dann muss das was heißen. Mhm.